Hi guys, hallo Leute, welcome back to German with Jenny. In this video, I want to teach you how to use the verbs such as arbeiten, to work, reden, to talk, mieten, to rent, schneiden, to cut, antworten, to answer, and some more verbs that fall into that category. First, let's take a look how to conjugate these verbs. Let's talk about regular verbs with special rules. In the present tense, verbs whose infinitive stem ends in D or T conjugate differently for du, as yes, and ihr. Let's take a look at the differences. We're going to start by conjugating the verbs arbeiten, to work, warten, to wait, and heiraten, to marry. Ich arbeite. I work. Ich arbeite. No difference here. It's conjugated like all the other regular verbs. Du arbeitest. So here we can see that we don't add an st like for all the other regular verbs, but we add an est, because if we just add an st, it would be hard to pronounce. Arbeitst. It doesn't work. So you have to add an e. Arbeitest. Er, sie, es arbeitet. Same thing, we have to add an E, otherwise we can't pronounce it. So it's arbeitet. Wir arbeiten. No difference, we just add an EN. So it's just like the infinitive. Ihr arbeitet. We can spot a difference here. It's ET. We don't just add a T like for the other regular verbs. We add an ET so that we can pronounce it. Arbeitet. Ihr arbeitet. Sie arbeiten. Looks like the infinitive. Sie arbeiten. And the formal you, sie arbeiten. Let's take a look at the next verb, warten, to wait. Ich warte. Du wartest. We can see that there is an additional E here, so we add EST to the stem. Du wartest. Er, sie, es wartet. We have an ET here. Er, sie, es wartet. Wir warten. Ihr wartet. Sie warten. Sie warten. And our next verb, heiraten, which means to marry or to get married. Ich heirate. Du heiratest. EST. Du heiratest. Er, sie, es heiratet. Er, sie, es heiratet. ET. Wir heiraten. Ihr heiratet. Sie heiraten. Sie heiraten. Let's take a look at the next three verbs. Mieten, to rent. Kosten, which can be to cost money, or to taste something. And flüchten, to flee or to escape. Ich miete. Du mietest. Er, sie, es mietet. Wir mieten. Ihr mietet. Sie mieten. Sie mieten. Ich koste. Du kostest. Er, sie, es kostet. Wir kosten. Ihr kostet. Sie kosten. Sie kosten.
Next verb, flüchten. Ich flüchte. Du flüchtest. Er, sie, es flüchtet. Wir flüchten. Ihr flüchtet. Sie flüchten. Sie flüchten. Now let's take a look at some verbs whose stem ends in D. And the same rules apply here. So we add an additional E in the second person singular, the third person singular, and the second person plural. The verbs we're going to take a look at are reden, to talk, schneiden, to cut, and baden, to take a bath or to swim. Ich rede. Du redest. Er, sie, es redet. Wir reden. Ihr redet. Sie reden. Sie reden. Ich schneide. Du schneidest. Er, sie, es schneidet. Wir schneiden. Ihr schneidet. Sie schneiden. Sie schneiden. Ich bade. Du badest. Er, sie, es badet. Wir baden. Ihr badet. Sie baden. Sie baden. Now let's take a look at some examples. Wo arbeiten Sie? Where do you work? Wo arbeiten Sie? Ich arbeite in Köln. I work in Cologne. Ich arbeite in Köln. Arbeitest du auch in Köln? Do you also work in Cologne? Arbeitest du auch in Köln? Wir arbeiten in München. We work in Munich. Wir arbeiten in München. Arbeitet ihr auch in München? Do you guys also work in Munich? Arbeitet ihr auch in München? Ich miete eine Wohnung. I'm renting an apartment. Ich miete eine Wohnung. Mietest du auch eine Wohnung? Are you also renting an apartment? Mietest du auch eine Wohnung? Ich schneide die Tomaten. I am cutting the tomatoes. Ich schneide die Tomaten. Schneidest du die Zwiebeln? Are you cutting the onions? Schneidest du die Zwiebeln? Er schneidet die Zwiebeln. He's cutting the onions. Er schneidet die Zwiebeln. Er weint. He's crying. Er weint. Warum weint er? Why is he crying? Warum weint er? Er weint, weil er die Zwiebeln schneidet. He's crying because he's cutting the onions. Er weint, weil er die Zwiebeln schneidet. Er redet mit dem Chef. He's talking to the boss. Er redet mit dem Chef. Redest du mit Lisa? Are you talking to Lisa? Redest du mit Lisa? Sie redet nicht so viel. She doesn't talk that much. Sie redet nicht so viel. Morgen heiratet er. Tomorrow he's getting married.
Morgen heiratet er. Sie heiratet in Berlin. She's getting married in Berlin. Sie heiratet in Berlin. Er flirtet mit der Kellnerin. He's flirting with the waitress. Er flirtet mit der Kellnerin. Flirtest du mit der Kellnerin? Are you flirting with the waitress? Flirtest du mit der Kellnerin? Warten Sie auf den Zug? Are you waiting for the train? Warten Sie auf den Zug? Worauf wartet ihr? What are you waiting for? Worauf wartet ihr? Worauf means what for in this case. Worauf? Worauf wartet ihr? Or if we're just addressing one person, worauf wartest du? What are you waiting for? Worauf wartest du? Er faltet die Wäsche. He's folding the laundry. Er faltet die Wäsche. Sie startet den Motor. She's starting the engine. Sie startet den Motor. Das Kind hustet. The child is coughing. Das Kind hustet. All right, guys, now you know how to use verbs whose infinitive stem ends in D or T. Thank you very much for watching. Don't forget to visit GermanWithJenny.com to do lots of practice. I'll see you guys next time. Bis bald. Tschüss.